zurück zu einem neuen Event-Video hier auf meinem Kanal. Wir sind aktuell im Eisklammsund. Hier ist der nächste große Champion. Über die Wegmarke Erdbeben kommst du hier vorne hin beim Panorama vorbei, wo dann die Klaue von Jormark kommen wird. Wir haben hier wieder jemanden voll Cooles, der uns hier ein bisschen was vorspielt. So cool, ich finde es so cool, was manche können. Der drullert die ganze Zeit hier schon rum. Es gibt ein kleines Vor-Pre-Event, sogar glaube ich 4 Stück. Man muss bestimmte Kristalle zerstören. Dadurch wird der Jormark angelockt und dann wird man hier, hat man eine Möglichkeit und dann wechselt der und geht dann, lasst mich kurz orientieren, ich glaube darunter. Genau. Oh. Der Himmel ist ruhig. Jormarks Leutnant wurde aus dem Eisklammsund vertrieben. Okay, also aktuell ist es noch ruhig. Wir haben auch jetzt noch eigentlich ein paar Sekündchen Zeit, aber um halb kommt er. Oh, es bebt. Okay, man muss jetzt Kristalle zerstören. Wir schauen mal. Ah, die Kristalle. Okay. Dann machen wir doch mal hier direkt mit. Und schauen mal, dass wir hier die anderen unterstützen. Es sind auch wieder ganz, ganz viele da. Ein Kristall ist kaputt. Ich würde sagen, wir gehen der Meute nach, wenn wir endlich aus dem Kampf rauskommen. Oh, ist ja schlimm, wir kommen nicht aus dem Kampf raus. Jetzt. Und es sind auch einige Neuankömmlinge mit dabei. Ich hoffe, denen macht Guild Wars immer noch Spaß. Und sie kommen so langsam rein in dieses Spiel. Okay. Wir haben es geschafft. Es sind alle Kristalle zerstört. Jetzt laufen wir der Meute wieder hinterher. Und verbleibende Zeit, um die Klaue heranzulocken. Okay, wir haben jetzt 14 Minuten, um die Klaue heranzulocken. Oh mein Gott, der Bildschirm wackelt. Ah, und das ist der letzte Kristall, um den es sich handelt, den man kaputt machen muss, damit die Klaue komplett angelockt wird. Und die haben wir zerstört. Perfekt. Event war erfolgreich. Ihr seht, man kriegt ganz schön viel Karma. Wir sind auf Level 80. Und haben somit unsere Power. Okay, ich würde sagen, wir halten uns einfach mal so Richtung Tech. Zwischendurch kommen ein paar Champions und ein paar Veterane. Die darf man gerne mit kaputt machen. Und wow, wir sind echt viele Spieler. Hätte ich nicht gedacht. Genau, wir warten jetzt einfach, bis es weitergeht. Zerstörung der Klaue von Jormark. Der Pakt könnte ihre verderbenden Kristalle aufhalten. Konnte ihre verderbenden Kristalle aufhalten und hat so eine Klaue von Jormark vom Himmel gelockt. Jetzt müssen sich alle versammeln, um die Bestie zu besiegen. Okay, da ist er auch schon, der Riese. Schaut euch ihn an. Heavy, oder? Man muss das Eis jetzt irgendwie zerstören. Genau, dass man durch kann. Die meisten sind schon so schlau und haben sich hinter die... Stopp, zurück. Haben sich dahinter gestellt. Oh mein Gott. Oh nein. Na toll. Wir sind erstmal alle tot. Wo man hinguckt, überall Leichen. Komm, Jadebot. Beleb mich wieder, weil dann kann ich ein paar Leute wieder beleben. Jo, wir dürfen nicht so auf dem Eis sein. Das ist nicht gut. Ups, voll die falsche Seite gesetzt. Ja, toll. Supi. Supi. Aber man hat wieder mal direkt eine Wegmarke in Sicht. Heißt, man kann ganz schnell zur Wegmarke und dann hier wieder hinkommen. Jetzt kann man ihn sogar schon angreifen. Sie haben es geschafft. Ui, 94. Boah, der geht runter wie Butter. Genau, am besten ist, man nimmt schon so ein bisschen Fernkampf mit, wenn man zu nah ist und stirbt man relativ zügig und das ist natürlich dann ein bisschen blöd, wenn das der Fall ist, denn man möchte ja alles mit. Guckt, jetzt geht er woanders hin, jetzt müssen wir nur aufs Tier kommen. Bitte! Sie wollen mich nicht aus dem Kampf lassen, oh, jetzt hänge ich am Felsen fest vor lauter Menschenmenge. Aber wir können ja gleiten zum Glück. Genau, hier hinten haben wir auch Kanonen, soweit ich meine. Mit denen kannst du da auch schießen.
Er ist aktuell noch in der Luft. Die meisten sammeln sich hier. Aber wir stacken alle beim Taggy. Und jetzt müsste er jede Sekunde kommen. Und dann dürfen wir ihn... Ja, da ist er schon. Da kommt er schon angekrabbelt. Und dann dürfen wir ihn kaputt machen. Man hat ziemlich viel Zeit, finde ich, um den kaputt zu machen. Also man hat echt genug Zeit. Oh, da liegen ein paar. Schnell, steht auf, Leute. Oh, wir können mal ein bisschen Heilung brauchen. So ein ganz bisschen. Komm. Oh mein Gott, setz ich mit meinem Leben. Ich hab hier Probleme. Ich flieg gleich um. Ich fall gleich. Jo, um. Toll. Danke. Haben wir keine hier in Firebrands? Bitte. Na komm, Leute. Den kriegen wir hin. Vielleicht war ich ja die ganze Zeit die Illusion. Freundliche Ziele werden angegriffen. Bin schneller als ein Centaur. Wasser. Wasser. Oh, ja, da ist Wasser, ich weiß. Jetzt treffen wir nicht, wir sind zu weit weg irgendwie. Das ist nicht schlimm. Ich fühle mich gut, das war's gut. Jupp, jetzt hat's wieder hingelegt. Ui, das ging aber für die. Aber so, ich bin schon wieder umgefallen. Also das ist ja schlimm heute. Ist ja schlimm heute. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar Heiler dabei, sonst würde das ganz anders aussehen. Seid ihr krank? Ja, ich bin gleich tot. Und zwar genau jetzt. Ah, jetzt haben wir hier noch einen Wächter oder einen Ingenieur. Die können zwischendurch Kuppeln machen. Wow, ich bin schon wieder umgefallen. Also so oft bin ich noch nie gestorben. Bei der Klaue. Ist ja der Wahnsinn. Deshalb, man braucht schon ein bisschen Fernkampf, dass man den halt auch trifft. Zerschlitzt alles. Jo, schon wieder tot. Alles Anbildung. Suchen und retten. Na, kommt hoch, Leute. Jetzt bräuchten wir ein bisschen Leben. Oh nein. Oh, das ist schlimm. Schlimm. 4%. Los, alle Attacke. Mach ihn fertig. Oh, jetzt habe ich F1 gedrückt, wobei keine Klingen da waren. Vor lauter Enthusiasten. Vor lauter. Wir haben es geschafft. Und man kriegt Erfahrung, Karma und 80 Bronze. Und man bekommt, kunstvolles Totem. Brauche ich unbedingt. Oh, da ist jemand umgefallen. 2 vergoldene Schatullen und ein Stück seltener, nicht identifizierter Ausrüstung. Super. Hier habt ihr wieder die große Truhe stehen. Bei mir lootet die automatisch. Also immer noch mal hinschauen, gucken, ob die gelootet hat. Ja, und dann haben wir auch die Klaue des Jormags im Eisklammsund. Uns mal von nahem angeschaut. Super, super cool. Ich muss sagen, hat doch gut geklappt. Ja, dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn du am Montag mit einschaust bei einer weiteren Folge aus Staffel 1 und wir uns dann natürlich am Freitag wiedersehen mit einer nächsten Event-Folge, da unser Tech, der hat jetzt den letzten Folgen jetzt auch schon mit dabei. Ich habe die jetzt im Anschluss mit aufgenommen, da nimmt jetzt so die neuen mit und andere und macht mit einem eine Champion-Tour, hat er es, glaube ich, genannt beim allerersten Mal. Genau. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal noch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.